Willkommen zurück, Leute, zu The Book of Unwritten Tales. Ach, schön. Schön, wieder hier zu sein. Wir haben eine Landkarte der Region, wir haben einen Fallschirm. Uns kann eigentlich nicht mehr viel passieren. Dazu kommt noch unser Zwergenstarkbier, das wir zuletzt gebraut haben lassen. Wo ist er eigentlich hin? Ach, egal. Wir haben uns verabschiedet. Der Kellermeister hat uns alles Gute gewünscht, sozusagen. Was ja schon sehr schön ist. So, da können wir nichts mehr machen, aber wir gehen jetzt nach unten. Und abwärts. Mit unserer tollen Abwärtstechnologie. Also ich hätte, wenn ich ehrlich bin, nichts dagegen, in so einem komischen Haus zu wohnen. Ich finde das ziemlich cool. Das ist sehr witzig. Das hat auch nicht jeder. Gut, der Keller ist ein bisschen ungemütlich. Aber ist schon ziemlich lustig eigentlich. Geben wir ihm doch mal das Starkbier für seine coole Maschine. Entschuldigung, Colonel Opa? Ja, machen Sie Meldung. Hier ist das Zwergenstarkbier, Opa. Um Himmels Willen, vorsichtig! Damit habe ich alles, was ich brauche. Es wird nicht mehr lange dauern. Mach dich für den Abflug bereit. Den Abflug? Was meinst du mit Abflug? Naja, wir haben ja den Fallschirm, also... Den sollten wir ja nicht also ohne das Grund... Was meintest du mit Abflug? ...besorgen. Ganz recht. Ich habe sie auf die Stadt der Menschen eingestellt. Eigentlich sollten mit der Betsy 2 natürlich Granaten verschossen werden. Aber ich bin ganz zuversichtlich, dass sie auch deine Kapsel ans Ziel bringen wird. Ganz zuversichtlich? Ich will sofort aussteigen. Hör zu, Junge. Ich bin stolz auf dich. Du tust etwas sehr Mutiges. Hier, Wilbur, die möchte ich dir schenken. Deine alte Fliegerbrille? Oh, Opa, ich dachte nicht... Zu langsam, mein Kleiner. Oha. Feuer! Viel Glück. Wo wird er denn jetzt hingeschossen? Kommt er jetzt auch an der richtigen Stelle an? Wo ist es? Er hat uns noch nicht verraten, Mutter. Das wird er. Wer weiß sonst noch davon? Der Erzmagier wird es noch nicht wissen. Wir konnten den Diener abfangen, wie du weißt. Aber... Aber? Eine Elfe, Mutter. Sie hat versucht, MacGuffin zu befreien. Sie könnte etwas wissen. Sie soll überwacht werden. Sehr wohl. Und nun, Herr Professor, unterhalten wir beide uns ein wenig. Ach was, kein Problem. Ich bin eine Elfe. Ich bin fit. Na was wohl? Ich hole dieses Buch aus MacGuffins Geheimkeller und bringe es zum Erzmagier. Nein, die waren schon weg, als ich ankam. Haben den Käfig aufgesammelt und sind auf und davon. Jetzt hängt es an uns, dieses Buch zu holen. Natürlich muss ich nicht, aber... Naja, es scheint sehr wichtig zu sein. Und auch wenn es vielleicht nicht wichtig ist. Diese dunklen Typen wollen das Buch haben. Besser wir holen es aus dem Keller, bevor die es in die Finger bekommen, oder? Dann hilf mir eben nicht. Flieg doch nach Hause. Aber sag meinen Eltern nichts. Undankbares Federvieh. Ja, schön. Da sind wir mit Ivo, der Elfe, die jetzt irgendwie hier beim Haus ist von... MacGuffin oder so, nehme ich mal an. Und mit so einem kleinen, lustigen Flügelfreund, was ich immer sehr witzig finde, so deren Unterhaltung, wenn man immer irgendwie nur hört, was sie sagt und sie hört immer das Cheep-Cheep und das ist eigentlich voll der freche Vogel. ja, das finde ich witzig. Haha.
So, ich betrachte den Brunnen. Wir betrachten erstmal alles. Das Grundwasser ist in dieser Gegend nur ein paar Meter unter dem Boden. Vermutlich ist der Brunnen nicht viel tiefer. Oh, was hört man da im Hintergrund? Blü, 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 blü. Holzstapel. Einige gestapelte Holzscheite. Mit so einem kleinen Vorrat wird MacGuffin nicht durch den Winter kommen, nicht mal durch den Herbst. Eine alte Gießkanne aus Metall. Selbst für Gremlin-Verhältnisse ist sie klein. Vielleicht können wir hier... Ah, wir können die Gießkanne schon mal mitnehmen. Gut. Das ist schon mal unsere... Was ist hier? Ach, ich kann die Holzscheite mitnehmen. Vielleicht soll... Drei sollten reichen. Was soll ich dann ein Feuerchen machen oder so? Rede. Belebe. Gestrüpp betrachten. Unter dem Gestrüpp steht ein Stein. Irgendetwas steht darauf, aber ich kann es nicht erkennen. Könnte ein kleiner Grabstein sein. Oh, befreie den Grabstein vom Gestrüpp. Ich kann das Gestrüpp nicht mit bloßen Händen entfernen. Es ist sehr dicht und hat Stacheln. Nicht mit bloßen Händen. Haben wir irgendwas? Nee, haben wir nicht. Wir können auch wieder mit dem Vogel reden. Dieser Vogel im Hintergrund aber auch. Betrachte den Schornstein. Eine gewagte Konstruktion. Und wie das ganze Haus ziemlich windschief. Sieht nicht so aus, als würde er noch lange halten. Mhm. Ein großer, gemauerter Kamin. Die Öffnung des Kamins zeigt nach außen, nicht ins Innere des Hauses. Das ist etwas ungewöhnlich. Es macht aber Sinn, wenn der Professor im Inneren des Hauses kein offenes Feuer haben will. Wärmt es denn dann aber auch trotzdem? So von der anderen Seite. Betrachte die Holzkonstruktion vor dem Fenster. Seltsam. Vor das kleine Fenster ist eine Holzblende montiert worden. Es sieht aus, als könnte man die Blende hochklappen. Hängt nur ziemlich weit oben. Mhm. Ach, ist das idyllisch hier gerade. Betrachte das Brunnenseil. Das Brunnenseil ist an der Winde befestigt. Es sieht nicht sonderlich reißfest aus. Mhm. Das Brunnen... Okay. Liegt hier vielleicht noch... Hier ist sehr klein filigran hier gerade so. Man könnte hier bestimmt leicht was auch übersehen, was man noch einsammeln kann. Ach, mit dieser epischen Ivo-Musik. Ah, schön. So, dann gehen wir mal rein ins Haus. Gucken wir mal, was uns da erwartet. Cool. Fangen wir mal hier vorne an. Betrachte das Chaos. Typisch Junggeselle. Alles liegt durcheinander. Teller, Töpfe, Becher. Und an allem klebt eine Mischung aus Staub, Fett und toten Fliegen. Iu. Ich räume hier garantiert nicht auf. Warum hat das der Geselle des Gremlins nicht gemacht? Tja, Holzzuber. Ein Holzzuber? Etwa halb voll mit Wasser? Na toll, darin schwimmt die Wäsche des Professors. Weiße Hemden, graue Socken, rote Unterhosen. Ein Holzzuber. Na toll. Okay, sie sagt nichts Neues. Hier war aber auch noch was. Betrachte den Rahmen an der Wand. Das scheint der Rahmen eines Spiegels zu sein. An den Rändern hängen noch einige Stücke Spiegelglas. Der Spiegel ist so gedreht, dass er den Kamin zeigt. Seltsam. Ah, der soll bestimmt irgendwas reflektieren. Können wir da aber irgendwie so eine Scherbe oder so nehmen? Nee. Da können wir jetzt nicht eine Schere nehmen. Und man hört voll den Vogel. Betrachte den kleinen silbernen Schild. Ein kleiner altertümlicher Schild. Die Innenseite ist blank poliert. Ja, dann ist doch erst recht zum Reflektieren. Können wir den sauber machen? Ein kleiner altertümlicher Schild. Oder den woanders hinsetzen. Hier vielleicht hin. Weil der... Nicht ganz so gut wie ein echter Spiegel, aber ich kann mein Spiegelbild sehen. Weil der ist ja hier kaputt, der Spiegel. Und ja, keine Ahnung. Sieht gut aus. Wie immer. In dem improvisierten Spiegel sehe ich nur mich und einen Teil des Raums hinter mir. Ja, ein Teil des Raums hinter dir. Auch wieder ein Hinweis. Betrachte den Ofen. Das ist die Rückseite des Kamins. Wenn MacGuffin Essen aufwärmen wollte, musste er es nur in einen der beiden kleinen Kachelöfen schieben. Ja, ist aber auch tatsächlich praktisch so. Anstatt halt das Feuer tatsächlich mal innen zu haben.
Ist hier noch irgendwas auf dem Boden oder so? Wir gucken mal einfach weiter. Betrachte die Steinsäule. Sieht aus wie ein Sockel für eine Statue. Er ist aus Stein und mit seltsamen Schriftzeichen bedeckt. Mhm. Oben auf dem Sockel gibt es eine sechseckige Vertiefung. Vielleicht die Halterung für eine Statue. Eine Statue? Können wir die hier vielleicht noch sammeln oder so? Leuchtqualle. Eine Standard-Leuchtqualle, wie man sie hier überall findet. Diese hier leuchtet allerdings nicht mehr und wird es auch nie wieder. Voll bitter für diese Quallen. Leuchtquallen sind eigentlich genügsame Tiere. Sie brauchen Wasser und ab und zu etwas Futter. Ich schätze mal, dieser hier hat sein Letzterem gefehlt. Oh, die arme Qualle. Eine steinerne Truhe, die in einer Holzkiste steht. Die Holzkiste sieht sehr billig aus. Es könnte sich um eine Lagerkiste handeln. Okay. Die Steintruhe ist verziert und auf ihr stehen Schriftzeichen. Ich kann sie nicht lesen. Das ist natürlich doof. Aber wir können sie öffnen. Was soll schon passieren? Genau. Sand. Kommt es mir nur so vor oder ist es hier gerade wärmer geworden? Aha. Die Lade ist bis oben mit feinem Sand gefüllt. Keine Ahnung, ob da sonst noch etwas drin ist. Ich kann den Sand ja schlecht Korn für Korn durchwühlen. Hier ist noch... Oh, ein Steinkopf. Aber ich dachte, das wäre noch ein Quallenglas. Ein seltsamer Steinkopf. Der hier. Der ist ziemlich grob behauen, hat aber auch einige feine Verzierungen. Vielleicht ein Mitbringsel des Professors von einer seiner Forschungsreisen. Eigentlich sollen wir auch nur das Buch finden. Betrachte die Holzschachtel. Eine kleine Holzschachtel? Sieht nicht antik oder allzu wertvoll aus. Aber trotzdem eine schöne Arbeit. Sie ist abgeschlossen. Ja, okay. Da können wir nichts machen. Was ist jetzt hier mit dem Buch? Betrachte den Stapel Dokumente. Altes Pergament und vergilbte Papiere. Gefüllt mit Texten in verschiedenen ausländischen Sprachen. Adunash und Vestron? Quenya und Sindarin. Und technische Zeichnungen in Kustul. Kustul? Ein großes handgeschriebenes Buch. Es sieht aus, als wäre es häufig benutzt worden. Können wir das nicht nehmen? Lies im Buch. Es ist das Tagebuch des Gremlins. Vielleicht finde ich hier Hinweise auf den Keller. Mal sehen. Wer hätte jemals gedacht, dass es jemandem wie mir, einem alten Archäologen, zufallen würde, diesen Wahnsinn zu stoppen? Und den Schlüssel dazu fand ich nicht etwa auf einer meiner Expeditionen, nicht in dunklen Kerkern oder feurigen Bergen. Nein, in einem alten Buch habe ich den Hinweis entdeckt. Er muss das Buch meinen, das im Keller versteckt ist und in dem sich die Hinweise auf den Aufbewahrungsort dieses Artefakts befinden. Die Aufzeichnungen enden mitten im Satz. Ich frage mich nur, warum ich noch nichts von Erzmagier Alistair gehört habe. Schon gestern früh habe ich Bechtel mit der Botschaft losgeschickt. Hoffentlich ist ihm... Das war der letzte Eintrag. Vor diesem Eintrag gibt es aber noch einige andere. Okay. Was steht hier zu Anfang auf der Seite? Ich habe heute die Bücher untersucht, die ich aus dem Grindelgebirge mitgebracht habe. Darunter auch ein Buch über Kräuter und Tinkturen. Ein altes Kräuterweib behauptete, ich würde darin Rezepte gegen meine kalten Füße finden. Eine einzige Enttäuschung. Nur abergläubisches Geschwätz von Froschaugen und Wollsocken. Ich wollte das Buch schon verfeuern, als mir auffiel, dass der Band noch mehr beinhaltete. Eine verstörende Geschichte über das tragische Verhältnis eines Zauberers zu seinem Hausschaf Boris, sowie den Reisebericht eines Feenforschers. Im Reisebericht wurde geschildert, wie der Forscher auf der Suche nach unbekannten Feenstämmen auf einer Insel in der Westsee strandete. Er hat einige sehr schöne Zeichnungen von Tempelruinen angefertigt, die dort auf der Insel zu finden sind. Ich werde mir einen Spaß daraus machen und die von ihm abgezeichneten Runen übersetzen. Der nächste Eintrag wurde 2 Tage später gemacht. Es ist nur schwer zu lesen. Der Gremlin scheint sehr aufgeregt gewesen zu sein. Es muss der Eingang sein. Der Zorn der Götter ließ den Tempel im Meer versinken. Natürlich. Aber nicht alles. Nicht alles. Bei den Göttern,
Meine Hände zittern. Und das, obwohl Bechtel mir einen Tee mit beruhigenden Kräutern gemacht hat, bevor er losgezogen ist. Der gute Bechtel. Er hat ja keine Ahnung, wie bedeutend meine Entdeckung ist. Ich habe ihn zu Meister Alistair geschickt, dem Erzmagier der Menschen. Er soll ihm einen versiegelten Brief geben. Morgen, schon morgen wird Meister Alistair hier sein und ich kann diese schreckliche Verantwortung von meinen Schultern laden. Ich werde kein Auge zutun können. Als nächstes folgt der letzte Eintrag, den ich vorhin schon gelesen habe. Mehr steht dort nicht. War ja auch schon recht viel. Vielleicht können wir uns die Zeit vertreiben und noch uns etwas umgucken, bevor ich nochmal auf das Buch klicke. Kiste mit Werkzeug. Ich glaube, das sind Dinge, die der Professor für seine Ausgrabungen benötigt. Pinsel, eine kleine Schaufel, ein Sieb. Nimm davon was. Nimm es mit. Wir brauchen es anscheinend. Ich stecke das Sieb ein. Der Rest sieht ziemlich unbrauchbar aus. Okay. Was ist mit dem Sarkophag? Sieht aus wie ein uralter Sarkophag. Seltsam. Hier an der Seite sind Scharniere wie bei einer Tür. Dann mach mal auf. Schade, nur eine stinkende Mumie. Die aber noch lebendig aussieht. Was haben wir hier? Was tust du, Mortimer? Was zum... Habt ihr... Hast du gesprochen? Hä? Du sprichst? Ich? Nein. Doch, ganz offensichtlich. Was ist offensichtlich? Na, dass du sprechen kannst und es auch tust. Aber selbstverständlich. Aber eben meintest du, du würdest es nicht. Warum bist du so komisch, Mortimer? Ich bin nicht Mortimer. Wo ist Mortimer? Heißt MacGuffin der Gremlin-Archäologe, der hier lebt so? Wie? Mortimer. Ja? Du heißt Mortimer? Aber nein! Ich glaube, wir beenden das Gespräch an dieser Stelle. Ich glaube, du wirst langsam tüttelig, Mortimer. Diese doofe Mumie. Vermutlich gibt es nur wenig Sauerstoff im Sarkophag. Ich erinnere mich halt noch von meinem ersten Spielen an diese doofe Mumie. Ich konnte ja nichts sagen, aber so richtig erinnern konnte ich mich jetzt nicht. Aber ich weiß zum Beispiel nicht mehr, dass sie noch Mortimer gesagt hat. Das ist sehr amüsant. Diese olle Mumie. Gucken wir mal in die Bücher nochmal. Bücher über Bücher. Die meisten sind uralte Schinken. Sie sind in allen Sprachen der Welt geschrieben, wie mir scheint. Das Buch, von dem MacGuffin erzählt hat, ist im Keller versteckt. Diese Bücher hier interessieren mich nicht weiter. Wir können ja auch wieder den Sarkophag öffnen, ob... Es muss wohl sein. Wieso muss es sein? Gut, dass du da bist, Mortimer. Hier war eben eine seltsame Person, die meinte, es wäre du. Ich war das. Du warst das, Mortimer? Warum hast du dich als du selbst ausgegeben? Das ergibt doch keinen Sinn. Ja, eben. Hast du etwas mit deinen Haaren gemacht? Du siehst so anders aus. Verwechselst du mich ernsthaft mit einem meterhohen, alten, runzligen, glatzköpfigen Gremlin? Sei nicht so hart zu dir, Mortimer. Sieh mich an. Ich habe auch schon bessere Tage gesehen. Ich bin nicht Mortimer. Mortimer hat mich hergeschickt. Ich suche einen Geheimkeller. Kannst du mir sagen, wie ich in den Keller komme? In den Keller? Natürlich. Und? Wie komme ich in den Keller? Was für ein Keller? Was? Was? Du bist gewachsen, Mortimer. Ja, wir haben Spaß. Oh, ich liebe diese Mumien. Ich finde den so witzig. Aber okay. Ich hoffe, ihr habt auch euren Spaß da dran. Vielleicht ist da noch was Tolles im Tagebuch. Da steht nichts mehr drin, was mich interessieren könnte. Ach so. Okay, dann ist das jetzt auch... Oh, hier, nimm die Dokumente. Die können wir auch nehmen. Vielleicht helfen die uns irgendwie. Wie können wir die Holzschachtel öffnen? Was haben wir hier noch? Das Sieb... Ein Stapel Pergamente und Papiere. Sehr alt und schon etwas brüchig.
Was draufsteht, ist egal. Ein Stapel Pergamente und Papier. Okay. Ja, den Sarg, das können wir auch immer noch machen. Ach, hier haben wir noch was. Der Schädel eines Drachen. Könnte ein Hornschwanz gewesen sein. Bösartige Viecher. Aber heute gibt es kaum noch welche. Die letzten ihrer Art arbeiten heute beinahe ausschließlich als Lasttiere. Sie haben ihre Bösartigkeit verloren, aber auch ihren Stolz. Die armen Drachen. Ich kann mich noch an die Zeit erinnern, als die Drachen mächtig waren. Das war vor vielen Jahrhunderten, bevor ihnen durch Magie ein fremder Wille aufgezwungen wurde. Als sie erst einmal kontrolliert werden konnten, sind sie von beiden Seiten zu Hunderten auf die Schlachtfelder geführt worden. Kaum einer von ihnen hat das überlebt. Ja, die Ansicht sollte ich auch mal benutzen. Habe ich irgendwas übersehen jetzt? Ich habe hier noch den Holzzuber. Da lässt sich noch was machen. Ist der Keller nicht einfach hier vielleicht unterm Teppich oder so? Oder hier im Sand? Die Lade ist bis oben mit feinem Sand gefüllt. Ich kann den Sand ja schleppen. Okay. Ein Holzzuber. Na toll. Können wir hier da Wasser reinfüllen oder so in dem Holzzuber? Sieb? Nee. Ein Holzzuber. Na toll. Nochmal hier unsere Sicht. Hier, der Dings, den hatte ich noch nicht betrachtet. Das kleine Holzgefäß, hatten wir es schon? Der Krug eines Zimmermanns. Vermutlich lohnt eine genauere Untersuchung nicht. Kannst du den nicht mitnehmen? Nein. Okay. Dann, betrachte den Kasten an der Wand. Was zum Henker ist das denn? Ein Kasten mit einer Art Glasauge. Er scheint genau vom Giebelfenster zu hängen. Keine Ahnung, wofür der gut ist. Vielleicht ist das, wo das Licht durchkommen soll, für die Reflexion oder so? Was zum Henker ist das denn? Keine Ahnung, wo... Was zum Henker... Okay, dann gehen wir mal einmal raus. Und gucken uns hier weiter um. Vielleicht können wir das hier jetzt aufmachen. Seltsam. Vor das kleine Fenster ist eine Holzblende montiert worden. Es sieht aus, als könnte man die Blende hochklappen... Hängt nur ziemlich weit oben. Also brauchen wir irgendwas, womit wir hier die Kurbel benutzen. Womit wir da oben rankommen. Wir brauchen irgendwas Langes. Wir kurbeln mal hier den Brunneneimer hoch, wenn da ein Eimer überhaupt dran ist. Das geht verdächtig leicht. Okay. Das Seil ist gerissen und der Eimer dürfte am Grund des Brunnens liegen, dort, wo er niemandem hilft. Wie ärgerlich. Das Seil ist gerissen. Das Seil ist gerissen. Also verfault. Das Seil ist gerissen. Können wir da irgendwas denn machen? Ohne einen Eimer oder etwas in der Art bekomme ich kein Wasser hoch. Aber mit der Kanne. Was quakt der denn so, der Vogel? Das sollte halten. Okay. Hui. Probieren wir es mal. Wir holen Wasser. Wir sind eine... Tüchtige Elfe. Cool. Hat funktioniert. Damit habe ich eine Gremlin-Gießkanne voll Wasser. Toll. Wofür noch gleich? Weiß man noch nicht. Ein drehbares Metallgestänge. Man kann Töpfe oder etwas in der Art einhängen und dann über das Feuer im Kamin schieben. Wie zum Beispiel unser Wasser? In Ordnung. Die Gießkanne mit dem kalten Brunnenwasser hängt am Gestell. Wieso wollen wir heißes Wasser? Am besten entzünde ich erst das Feuer. Dann ist die Kanne nicht im Weg. Okay. Dafür haben wir Holzscheite. Die werden einige Stunden brennen. Wenn sie erst mal brennen. Und dazu dann noch das Zeugs hier? Die werden gut brennen. Sie sind staubtrocken. Ach so. Okay, ja. Und mit dem Sieb vielleicht dann da hinten in dieses komische Gesteinszeug oder so? Wo war denn das? Das Gestrüpp ist doch da. Ich kann das Gestrüpp nicht mit bloß... Ich weiß nicht, können wir dafür irgendwie das Sieb verwenden oder so? Wir reden mal mit unserem Vogel. Der muss ja auch nochmal irgendwas sagen. Um was für ein Artefakt es wohl geht? Hast du gar keine Angst vor der Vogelscheuche? Warum macht dir die Vogelscheuche keine Angst? Ja, sicher. Als ob.
Normalerweise bist du der Erste, der die Flucht ergreift. Witzig. Und um was für ein Artefakt es wohl geht? Hast du eine Idee, welches Artefakt so mächtig sein könnte, dass es einen zum Herrscher der Welt macht? Nein, das ist im Meer versunken. Nee, der wurde wieder in das Feuer geworfen, in dem er geschmiedet wurde. Nein, ich habe auch keine Ahnung. Es muss irgendetwas sein, das keiner auf der Rechnung hatte. Etwas, nach dem niemand gesucht hat. Im Buch des Gremlins wird es stehen, wenn ich es doch nur schon hätte. Mach's gut, Kleiner, und stell nichts an. Ach schön, aber ob wir was anstellen oder nicht und was wir hier noch weitermachen, sehen wir im nächsten Part von The Book of Unwritten Tales. Sehr amüsanter Part. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich freue mich über einen Daumen hoch. Bis dann.